In Afrika brennt die Luft. In der Sahelzone folgt ein Putsch auf den anderen. Eine Entwicklung, die den früheren europäischen Kolonialmächten große Sorgen bereitet. Denn ihre Energieversorgung ist gefährdet, ganz so wie die in Deutschland durch die Sprengung von Nord Stream. Währenddessen schließt sich der globale Süden zu einer Allianz zusammen, die die geopolitischen Machtverhältnisse neu ordnet. Außerdem rollen neue europäische Gesetze zur Kontrolle des Internet auf uns zu. Ach, und was gibt's Neues von Julian Assange? Über all das und mehr reden wir jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend, der Sendung, in der ich versuche, wach zu bleiben nach einer ziemlich schlaflosen Nacht und dem super voll blauen Mond, oder wie heißt das eigentlich? Ich hoffe, ihr habt besser geschlafen als ich. Ich gebe mein Bestes, durch diese Sendung zu kommen, aber wach halten werden mich hoffentlich meine beiden Kollegen, der immer wache Dirk Pohlmann. Ja, von wegen, ja. Ich habe einen neuen Hund und der bedeutet auch, dass man... Okay, ich schließe mich an. Mein Hund heißt auch Blauer Mond. Und die Anti-Schlaftablette Matthias Bröckers. Ja, gut gelaunt, gut ausgeschlafen. Ich liebe Vollmond, der macht mir nichts. Und von daher werde ich hier, wenn ihr jetzt so wegnickt langsam, euch wecken zwischendurch, ja. Also, ja, es ist wirklich, ich habe kein Auge zugetan. Die kosmischen Energien haben mich durchgerüttelt oder wie auch immer. Und durchgerüttelt werden gerade vor allem einige Länder in Afrika. Da ist tatsächlich die am Dampfen, muss man sagen. Der letzte Kandidat, der gehen musste, war dieser Mann. Ich möchte ihn hier kurz zeigen. Er heißt, Moment. Hier sehen wir ihn. Sein Laster zumindest, sein Koffer, der Mann in dem bunten Hemd, ist ein afrikanischer Präsident. Er heißt Ali Ben Bongo Ondimba und ist bis gestern der Präsident von Gabun gewesen, über 50 Jahre lang. Und irgendwie hat er was dagegen, dass die Leute hier die Koffer aufbrechen, die er schnell auf seine Ladefläche gewuchtet hatte. Warum er dagegen ist, das stellt sich dann im weiteren Verlaufe des Videos noch raus, denn es befinden sich große, dicke Bündel von Geldscheinen darin, mit denen sich Herr Bongo Ondimba aus dem Staub machen wollte. Ist ihm da sind die ganzen Sachen, die ich von gelungen. Putin kriegen sollte. Jetzt sehe ich's, ja. Das ist das, was wir bekommen sollten von Putin in Afrika. Da auf gehen einem Sie LKW. Hin. Unsere Spendengelder, ja. Das wird eine traurige Sendung. In der Nacht zuvor hatte das Militär vor Ort den Staatsstreich ausgerufen auf eine sehr interessante Art. Das gucken wir uns mal kurz an. Bitteschön. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin
au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Ja, solche Sachen passieren also an anderen Orten der Welt, während wir hier über Küsse von Fußballern reden. Das ist ja ein Land, von dem man nicht jeden Tag in den Medien hört, um es mal so zu sagen. Hier sehen wir es. Hier ist Gabun. Da ist es schön grün. Ein Land, das vor allem aus Regenwald besteht, aus Dschungel, aus vielen Bäumen. Ja, warum sollte uns das jetzt hier oben in Europa überhaupt kümmern? Guck mal, ist ja ziemlich weit weg. Gabun, hier ist Deutschland. Was sagt ihr dazu? Wieso ist das so wichtig? Ich nehme mal an, wegen der Rohstoffe, die es da gibt. Wegen der, du hast es ja in der Anmoderation gesagt und auch die anderen Putsche, über die wir noch reden. Da geht es darum, dass die ehemaligen Kolonialmächte, eben in dem Fall Frankreich, große Mengen ihrer Energie und auch ihrer Rohstoffe, Uran, Gold und so weiter aus diesen Ländern sich holen, und zwar seit 100 Jahren oder länger. Ja. Und es scheint so, ich weiß es nicht, vielleicht seht ihr es anders, aber es scheint so, dass diese afrikanischen Länder jetzt gegen die Kolonialisierung sozusagen aufstehen, ja, und sagen, nö, jetzt bleiben die Sachen hier. Ja, Gabun ist ein Land, das zur OPEC gehört. Also die Bedeutung von Gabun ist Erdöl. Ich glaube, sowas 20% von nach Frankreich, also 37% der Einnahmen in Gabun sind aus Erdöl, ist also kein unbedeutendes Erdölförderland. Bei den anderen Ländern sieht es anders aus, aber auch mit Energie, nämlich zum Beispiel Niger hat, kann man verschiedene Zahlen finden, irgendwas zwischen 20% und 30% des Urans, was Frankreich bekommt. Und da muss man wissen, Frankreich hat vorher seinen Uran kriegt auch bis heute Uran aus Russland, was die Amerikaner weiter unterbinden wollen. Und ansonsten aus den Stans, also Kasachstan, Kirgisistan, bei denen ja angeblich die Russen versuchen, Einfluss zu nehmen aus amerikanischer Verlautbarung, kann man das so sagen. Also das heißt, es ist die merkwürdige Situation, dass sich der Sack um Frankreich schließt und die Kordel liegt um den Hals. Ja? Also das heißt, die Franzosen sind dann abhängig von Australien und den USA als Lieferanten für ihre nukleare, also ich meine, Frankreich ist das Land, wo der Strom aus Atomkraftwerken hier gestellt wird. Ich glaube, über 60%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Viel mehr. Also richtig krass. Die sind ja. Dann sag mal, wie viel. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es waren 90% oder so oder noch mehr. Also extrem viel. Sie haben es versucht, ein bisschen runterzudrücken. Die Taz übrigens hat mal einen guten Artikel über das korrupte System Bongo. Dieser Herrscher war von 67 bis 2009
der absolute Staatschef im und einer der einflussreichsten Staatschefs im frankophonen Raum, denn das ist ja alles noch von dem ehemaligen französischen Kolonialherrn dominiert. Und und er ist schwerreich. Sie haben zwar wie wir gesehen haben. Ja, na gut, ich meine, die paar Scheine, das wird wohl nicht sein. Also er hat wohl jede Menge Beteiligungen. Er hat auch 9 Kinder, gegen die alle irgendwelche Ermittlungsverfahren laufen von französischen Unternehmen wegen Immobilien, Bankkonten und Luxusautos in Frankreich. Und damit haben sie bis 2009 52 Millionen Euro für Schlösser und Villen ausgegeben. Und dazu laufen also da jetzt Verfahren. Das ist der Präsident Ali Bongo. Der hat auch noch ein anderes Video gemacht, wo er sagt, er sitzt jetzt hier in der Residenz und er weiß ja gar nicht, was hier gerade passiert. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte mit Frankreich und Afrika ist ja, dass Frankreich einer der größten der größte Kolonialherr in Afrika war und eigentlich erst ab den 60er Jahren angefangen hat, diese ehemaligen Kolonien wieder aufzulösen und ihnen so schrittweise die Souveränität zurückzugeben, aber hat sich dabei eigentlich weitgehend die Vorherrschaft über die Ressourcen gesichert. Da gab es diese France-Afrique Kolonialpakt. Der übrigens das ist ein schönes Wortspiel, France-Afrique, also Frankreich-Afrika, aber auch France-Afrique, also Frankreich, Frankreichs Geld für Frankreichs Geldquelle oder Frankreichs Kohlequelle, so, ja, müsste man eigentlich übersetzen, denn die haben über dieses France-Afrique-Abkommen haben sie es geschafft, dass sie sich die Vorherrschaft, also Vorkaufsrecht für Ressourcen gesichert haben oder auch lukrative Staatsaufträge sich gemacht haben. Dann haben sie diese ganzen, es sind ja 14 Länder in dieser France-Afrique-Zone, das kann man uns mal hier angucken, die haben ja alle eine Währung, die denen von den Franzosen übergestülpt worden ist, unmittelbar nach dem Krieg. Und diese französische Kolonialwährung heißt CFA Franc, früher Communauté Financière Africaine, also die afrikanische Finanzgemeinschaft, die früher an den Franc gekoppelt war und dann an den Euro. Und damit konnte Frankreich jahrzehntelang die Geldversorgung steuern und damit auch den Entscheidungsprozess von afrikanischen Zentralbanken natürlich beeinflussen. Das heißt, die hatten die ganze Zeit bis jetzt keine souveräne Geldpolitik. Und was wirklich komisch ist, ist ja, diese ganzen Länder, in denen der CFA als Währung existiert, die haben alle enorm viele Bodenschätze, aber sind bettelarm. Mhm. Woran liegt das wohl? Woran liegt das wohl? Wir haben jetzt da ein schönes Link drin von Martin Sonneborn, dem EU-Abgeordneten und für mich persönlich einer der wenigen Politiker, die ich wirklich noch ernst nehmen kann. Und der die deutsche Ein-Mann-Opposition im Europaparlament. Ja, so genau. Und Sonneborn hat da mehrere Artikel jetzt zu verfasst. Und ja, da schreibt zum Beispiel, in Frankreich gibt es keine einzige Goldmine. Dennoch besitzt dieser ehemals verbrecherische Kolonialstaat mit 2.436 Tonnen die viertgrößten Goldreserven der Welt. Ja, die ehemals französische Kolonie Mali besitzt genau 0,0 Tonnen, obwohl es noch Dutzende Minen gibt. Also Frankreich hat sich nach wie vor dort bedient, ja, und zwar nicht nur am Gold, sondern eben auch an Uran und an anderen Rohstoffen. Und da kann man sagen, hier, du hast eben gesagt, Franc-Afrique, das ist die Kohlemine oder die Goldmine, die Rohstoffmine der Franzosen bis heute, ja. Und das ist der Grund, warum jetzt offenbar da die Leute aufstehen und sagen, ey, wir wollen jetzt hier
ja, euch rausschmeißen. Ja, man kann das gut verstehen, glaube ich. Ja. Ja, das ist interessant. Also ich habe gerade kurz mal nachgeguckt. Also Frankreich ist das Land mit dem höchsten Anteil an Atomstrom weltweit überhaupt. Und es sind etwas über 70% waren es 2019. Also das ist ungefähr die Linie. Und jetzt sehen wir, dass Frankreich in Gefahr gerät. Also das heißt, wie ich das beschrieben hatte, dass in Sachen Uran und Öl die Versorgung schwierig wird. Sie müssen sich dann woanders holen. Russland wird eben auch dagegen gearbeitet. Das heißt, sie gehen in eine gewisse Abhängigkeit von Frankreich. Und was man sehen muss, also was, ich glaube, wir haben es alle in YouTube und in Nachrichtensendungen gesehen, dass in Frankreich die Leute, die jetzt von den Regierungen, die Regierung loswerden wollen, zum Teil mit russischen Fahnen rumlaufen. Also es wird auch in Kreisen der Alternativmedien gesehen als eine, ja, sozusagen globaler Süden steht auf und solidarisiert sich mit Russland. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Sichtweise stimmt. Also ob nicht quasi man über Bande denken muss, weil der Schaden, der entsteht, ist erstmal einer für Frankreich und das ist im global betrachtet im Moment gerade das, was die Amerikaner ja vorantreiben. Also mit der Bombardierung von Nord Stream 2 haben sie das deutsche Geschäftsmodell zerstört, wogegen die Deutschen sich nicht wehren. Tucker Carlson hat gerade gesagt, sie sind dazu, also in einer öffentlichen Veranstaltung, die Deutschen hassen sich offenbar so sehr, dass sie nicht in der Lage sind, sich zu wehren. Orbán hat auch in einer öffentlichen Verlautbarung gesagt, dass falls jemand auf die Idee käme, die Pipeline, die Ungarn und Serbien versorgt, zu sabotieren, ist das ein Kriegsgrund für das Land. Also wir haben da eine gewisse Sonderstellung. Das war ja das, was Scott Ritter gesagt hatte. Mit unserem Verhalten haben wir uns international lächerlich gemacht, also klar gemacht, dass man von uns nichts zu erwarten hat, egal was man tut, also uns jetzt im Sinne von Deutschland. Aber die Frage ist, wem eigentlich diese Entwicklung nützt. Und das ist eine interessante Angelegenheit, weil es gab zum Beispiel gerade eine Presseverlautbarung von Victoria Nuland, also der Imperiumsministerin der USA, die über drei Regierungen diese Stellung hatte, also immer dafür zu sorgen, dass das amerikanische Imperium sich erweitern kann. Sie ist diejenige, die 5 Milliarden in die Ukraine gepumpt hat, die Plätzchen verteilt hat auf dem Maidan, das kräftig angepackt hat, in ihrem berühmten Telefongespräch festgelegt hat, wer der neue Präsident von der Ukraine wird. Also die haben es am Telefon, sie und ihr Botschafter haben das festgelegt, wer die Ukraine in Zukunft beherrschen wird, haben diesen illegalen Putsch angeschoben. Und sie ist diejenige, die gesagt hat, dass die USA sich jetzt darüber freuen, dass am Boden der Ostsee ein Haufen Metall liegt, der nicht mehr funktionsfähig ist, das zu Nord Stream 2. Und jetzt ist sie im letzten Jahr dreimal, im letzten Jahr oder letzten 2 Jahren, das müsste ich jetzt nachgucken, ist sie dreimal in Niger gewesen und sagt, dass der Präsident von Niger hervorragende Beziehungen mit den amerikanischen Special Forces hat. Also das sollte man sich angucken. Und zwar möchte ich, lese das mal vor, dass man es auch wirklich glauben kann. Das ist jetzt die übersetzt und wörtlich. Hallo zusammen aus Niamey, das ist eine Pressekonferenz mit Deputy Secretary of State, also Vizeaußenministerin Victoria Nuland, die aus Niger sich zuschaltet in einer Pressekonferenz in den USA. Und sie sagt, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ist dies mein dritter Besuch in Niger in den 2 Jahren, in denen ich Staatssekretärin für politische Angelegenheiten und jetzt stellvertretende Staatssekretärin bin, also Außenministerin. Und der Außenminister war im März hier. Dieses Ausmaß an Aufmerksamkeit spiegelt den Wert wider, den wir dieser bilateralen Beziehung beimessen und die enorme Menge an Arbeit, die wir gemeinsam leisten, um die Wirtschaft, den Wohlstand, die Hoffnung, die Sicherheit und die Arbeit, die wir gemeinsam bei der Terrorismusbekämpfung leisten, zu unterstützen und zu stärken. Und dann sagt sie, wer es uns betrifft, so ist es interessant, dass General Bamou, das ist der neue Herrscher, der frühere Oberst Bamou, jemand ist, der über viele, viele Jahre sehr eng mit den US-Spezialkräften zusammengearbeitet hat. So konnten wir die Risiken für Aspekte unserer Zusammenarbeit, die ihm in der Vergangenheit sehr am Herzen lagen, in allen Einzelheiten erläutern. Wir hoffen also, dass das ankommen wird.
Also das ist eine merkwürdige dialektische Situation, während die einen glauben, dass das in Richtung Russland geht und auch ja die Wagner-Truppen dorthin gehen sollten. Jetzt ein Rückschlag durch den Tod von Prigozhin und Utkin, also der Führungsmannschaft der Wagner-Söldner. Aber die Amerikaner sind da gut verdrahtet und kennen sogar den Präsidenten gut. Das ist bei uns nicht angekommen in der Berichterstattung, weder im Mainstream noch in den Alternativmedien. Ja, und die Amerikaner haben ja auch in Niger noch eine sehr große Militärbasis, ja, muss man dazu sagen. Der neue Präsident, also Bamou, hat dann auch gleich gesagt am ersten Tag, ja, also wir haben kein Problem da mit der amerikanischen Basis hier im Land. Die ist auch 1000 Kilometer weiter im Osten von der Hauptstadt, ja. Und hat so verdeutlicht, ja gut, auch um abzuhalten, dass die Nachbarländer, das war ja am Anfang, wir marschieren jetzt da ein und so weiter, hat er sozusagen den Ball flach gehalten und gesagt, das ist kein Putsch gegen die USA, die können ihre Militärbasis da behalten. Die ist für die Amerikaner wichtig, weil ja die gesamte Drohnenüberwachung von Afrika, von dieser Militärbasis in Niger läuft, ja. Und wir haben auch noch einen Artikel, glaube ich, von Michel Chosudowski, Global Research, der eben auch, ja, sagt, hallo, das Pentagon, steckt das irgendwie hinter dem Putsch, ja, geht es wirklich auch jetzt darum, so wie bei Nord Stream, einfach ein europäisches Land weiter sozusagen unter US-Kontrolle zu bringen? Ja, wenn die 30% ihres Urans aus Niger bekommen und die jetzt sagen, der neue Präsident, so jetzt, das kontrollieren wir jetzt. Ihr müsst jetzt hier anständig bezahlen dafür, was ihr bei uns exportiert. Das schreibt Chosudowski in seinem Artikel, ja, ganz das Interesse, ja, sozusagen der USA und des Pentagon ist. Also es ist, sehe ich auch so wie Dirk, man weiß nicht so recht, sind da die, wieso ist Petra Nuland da dauernd hin, wieso sagt die jetzt in dieser Pressekonferenz, ja, alles gut und ja, wir Friede, Freude, Eierkuchen, ja, und gleichzeitig wird ja in den ja, ein Putsch. Die Leute sind da rumgelaufen, auch in Niger, man hat das gesehen, mit russischen Fahnen, ja. Also die Russen haben ja nur auch ihre Interessen dort, ja. Und das ist alles, ja, für mich jedenfalls im Moment schwer zu beurteilen. Ja, wer ist denn jetzt da eigentlich, wer zieht denn da die Strippen? Ja, sind das wirklich die, ja, gebeutelten, kolonisierten, versklavten Menschen und Leute da in den afrikanischen Ländern, oder ist das schon wieder sozusagen die CIA? Eine Farbenrevolution. Das ist ja, ja das, was der Professor, wie heißt er? Chodorkowski. Chosudowski hier in diesem Artikel schreibt, dass ja in diesen frankophonen Ländern Frankreich jetzt gerade in Unterstützung des Putschs in Niger eine antiimperialistische Bewegung entsteht, um die Franzosen rauszutreiben. Die, ich meine, die Argumente dafür hatte ich ja vorhin schon gebracht mit diesem CFA und France Afrique und so. Er zeigt hier halt, dass diese Leute, die dahinter stecken, hinter dem Putsch in Niger, indirekt vom Pentagon kontrolliert werden. Alle mindestens 5 leitende Mitglieder der nigerischen Militärjunta sind in den USA ausgebildet worden. Ja, was also für 5 ein komischer von 12. Zufall. Ja, aber wie, und zwar gleich die wichtigsten. Also der jetzige Chef, General Bamou, hat sein Training in Fort Moo in Columbus, Georgia bekommen, an der National Defense University. Der militärische Leiter des Putschs, General Abdurrahmane Tiani, der das Ganze angefangen hat, war beim National Defense University College of International Security Affairs ausgebildet in den USA. Es wäre nicht der erste Putsch, wo es erstmal so aussieht, als wenn sich eine
charismatische Personen oder Personen im Interesse des Staates dahin bewegen und dann im Nachhinein stellt sich raus, dass man den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben hat. Das ist zumindest die mögliche Idee, die dahinter steht. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn man sich erinnert, es gab im Jahr 1922, gab es nach dem Angriff der Russen, glaube ich, oder ich bin nicht mehr sicher, musste ich nochmal nachgucken, gab es diese RAND-Studie, die veröffentlicht wurde, also eine angebliche. 1922? Nee, da gab es noch keinen RAND-Institut. 2022. Ich bin halt schon älteres Semester und bei mir rutscht manchmal noch die 19 dazu. Gibst du hast RAND auch nicht so gut geschlafen, gibst du. Ja. Habe ich doch gesagt, mein Hund ist schuld. Ja, der Hund hat die Hausaufgaben gerissen und das Manuskript zu dieser Sendung. Nein, also das heißt, RAND ist irgendwann 50er Jahre, meine ich, 50er, 60er entstanden in den USA. Aber die, was sie geschrieben haben, also in dieser Studie, die RAND zugeschrieben wurde, es war unklar. Es war unklar, ob es, tatsächlich eine echte Studie ist. Es ist RAND hat es sofort dementiert. Merkwürdigerweise hat die Fact-Checker von Korrektiv haben sich nur dazu bereit erklärt zu sagen, dass es unklar sei, dass sie, ob sie echt ist. Die Argumente, die sie für den Unechte hatten, waren nicht besonders schlagend. Aber es gibt Merkwürdigkeiten und also man muss immer aufpassen. Das Papier selber ist hochinteressant. Auch da möchte ich was vorlesen von. Es geht da ja darum, wie man Deutschland schwächen kann. Und das ist, steht dann ein großes Hindernis für den Einfluss der USA in Europa, ist die wachsende Unabhängigkeit Deutschlands. Darum ging es. Obwohl es immer noch ein Land mit eingeschränkter Souveränität ist. Hier müsste also gleich der Verfassungsschutz aktiv werden dann gegen die RAND Corporation, falls es von denen ist. Setzt es sich, das ist ja Reichsbürgertum, was hier gesagt wird, also müsste man gleich rangehen, setzt es sich seit Jahrzehnten konsequent dafür ein, diese Beschränkung aufzuheben und ein vollständig unabhängiger Staat zu werden. Ein weiterer Faktor, das auch der zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit Deutschlands beiträgt, ist der Brexit. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus den EU-Strukturen haben wir, die USA, eine wichtige Möglichkeit verloren, die Verhandlungen über regierungsübergreifende Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist alles erstmal nüchtern. Ob echt oder gefälscht, sind die Argumente gut. Das aktuelle deutsche Wirtschaftsmodell basiert auf zwei Säulen. Das sind der unbegrenzte Zugang zu den billigen russischen Energieressourcen und der billige französische Strom, dank des Betriebs von Kernkraftwerken. Die Bedeutung des ersten Faktors ist wesentlich höher. Eine Unterbrechung der russischen Lieferungen kann durchaus eine Systemkrise auslösen, die für die deutsche Wirtschaft und indirekt für die gesamte Europäische Union verheerend wäre. Auch der französische Energiesektor könnte bald in große Probleme geraten. Die vorhersehbare Einstellung der von Russland kontrollierten Kernbrennstofflieferungen in Verbindung mit der instabilen Lage in der Sahelzone, hört, würde den französischen Energiesektor in eine kritische Abhängigkeit von australischen und kanadischen Brennstoffen bringen. Im Zusammenhang mit der Gründung von AUKUS, also Australia, UK, USA, das ist der neue sozusagen konzertierte, sozusagen der globale Norden, nenne ich das jetzt mal, unter amerikanischer Anführung, ergeben sich neue Möglichkeiten, Druck auszuüben. Dieses Thema sprengt jedoch den Rahmen des vorliegenden Berichts. Also in diesem Fake-Papier wird die Verbindung hergestellt, also es wird beschrieben, dass das Drehbuch, warum man Nord Stream 2 ausschalten sollte, nämlich um die deutsche Wirtschaft zu schwächen. Und der zweite Faktor, den man dafür hat, ist die Sahelzone. Das finde ich sehr interessant und möchte auch daran erinnern, dass solche Dokumente, also ob sie nun echt oder gefälscht sind, es gab eine Technik, um Leute rauszuschießen, das war Dan Rather, der seinen Posten eingebüßt hat in den USA, weil er behauptet hat, dass Präsident George W. Bush damals seiner Wehrpflicht entkommen ist, indem er sich bei der Nationalgarde, also sozusagen über etwas schmierige Bedingungen rausgeholt hat aus dem möglichen Kampfeinsatz. Und dieses Dokument war nachweislich gefälscht, weil es mit einer Typografie geschrieben wurde, die es noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt. Aber der Inhalt war richtig. Und obwohl der Inhalt richtig war, war das Ende des Journalisten Dan Rather, der dumm aufgefallen war, mehrfach, nämlich als richtiger Journalist. Und das ist eine Technik, die
sehr erfolgreich ist. Das sollte man sich auch bei Rand angucken. Es gibt allerdings eine Merkwürdigkeit, die Korrektiv nicht erwähnt in seinem Bericht, dass nämlich dieses Dokument ist aufgetaucht auf einem, zuerst in einem Marktplatz. Das heißt, Marktplatz für Dokumente heißt es auch im Darknet, auf dem man sich Dokumente kaufen kann, mit denen Erpressungen möglich sind oder die Erpressungen werden direkt gemacht. Das sind zum Beispiel, ein Beispiel waren Patentanmeldungen und Forschungsergebnisse des Fraunhofer Instituts, die, soweit ich das gehört habe, tatsächlich auch gezahlt haben, um an die Sachen, damit die Sachen nicht veröffentlicht wurden, oder vor kurzem die Finanzdaten und Kundendaten eines großen deutschen Versenders im Bereich B2B mit Büroangelegenheit, mit Bürogegenständen, der nicht gezahlt hat und dessen Daten dann veröffentlicht worden sind. Also auf diesem Forum, wo Daten angeboten werden, Dokumente angeboten werden, die erpresserisch genutzt werden können, wo die jetzt quasi meistbietend versteigert werden. Das ist der Ort, an dem diese Studie zum ersten Mal aufgetaucht ist. Wenigstens nach den Informationen, die ich von IT-Fachleuten dazu bekommen habe. Und das in Kombination mit dem merkwürdigen Zutreffen des Skriptes da drin, sollte man sich doch nochmal überlegen, wie es damit eigentlich aussieht. Also worin besteht jetzt nochmal konkret das Drehbuch, das Skript? Naja, das Skript ist, dass da drin steht, wie man Deutschland innerhalb der EU, Weakening Germany ist der Titel von diesem Papier. Und dazu wird beschrieben, dass Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Energiesektor, also von russischem Gas, so groß ist, dass wenn man das unterbrechen kann, man in der Lage ist, Deutschland gegen die Wand zu fahren. Insbesondere wird auch beschrieben, weil die deutsche Regierung, die jetzt dran ist, mit den Grünen, die werden namentlich erwähnt, Habeck und Baerbock, weil die in Sanktionen gegen Russland reinzutreiben waren, wären aufgrund ihrer Grundeinstellung und man damit das Ziel, Deutschland zu schwächen, erreichen kann. Und der zweite Teil ist, Frankreichs Energieversorgung abzuschneiden, weil Deutschland auch von Frankreich abhängig ist. Womit man beide Nationen hätte, die Motoren der EU sind, die wirtschaftlichen Motoren, Deutschland entscheidend, Frankreich die Nummer zwei dabei und damit Europa schaden kann. Also das ist das, was in dem Papier steht. Wie kriegt man das fertig, dass Europa in seiner Bedeutung verschwindet und dass man die Finanzströme umleiten kann? Auch das ist real jetzt. Die Finanzströme umleitet, nicht mehr Investitionen, selbst europäische, selbst deutsche Unternehmen gehen in die USA und packen ihre Investitionen dahin. Das ist der Effekt, den wir zurzeit sehen. Also alle drei Zielvorgaben, die in diesem Papier benannt werden, sind erfolgreich umgesetzt worden. Und es ist natürlich alles pure Verschwörungstheorie, denn natürlich. Selbstverständlich pure Verschwörungstheorie. Währenddessen tauschen einige Länder in Afrika schon mal vorsichtshalber die führende Mannschaft in ihren Militärs aus. Sicher ist sicher, wie ihr Hesse sagen würdet, gell? Das ist kein Hessisch, muss ich jetzt mal sagen, wenn ich das höre. Du hast das letzte Mal, als ich gesagt habe. Wie sagt man das? Nee, ich sage jetzt einfach, das ist meine Retourkutsche dafür, als ich bei der letzten Veranstaltung gesagt habe, durch eigene Schulden die Gacke geraten und du hast gesagt, das ist kein Sächsisch. Ja? Okay, und wie sagt man sicher ist sicher auf Hessisch? Sicher ist sicher. Ich höre da keinen Unterschied. Sicher ist sicher. Und ja, was ich halt, es ist ja, wie gesagt, die Authentizität, Echtheit des Papiers wird von Rand bestritten. Es war auch kein öffentliches Papier, was die publiziert haben, sondern intern sozusagen innerhalb ihres Thinktanks, ja, sozusagen. Und merkwürdigerweise auch an der Adressatenliste, eine der Gründe, warum Korrektiv gesagt hat, dass das nicht glaubwürdig ist, war an den Demokratischen Nationalkongress, weil sie davon sprechen, wie es sich positiv auf die jetzige Präsidentschaft von Biden auswirken könnte. Das war auffällig. Mhm. Ja, in dem, ja. Ja, und wenn man das jetzt liest, dann denkst du, das ist ja, die schreiben da vor einem Jahr, das ist von etwa ein Jahr altes Papier, genau das, was wir gerade erleben. Ja? Mhm. Also da ist ja, Ukraine-Krieg ist eine Möglichkeit, Deutschland von russischem Öl und Energie abzuschneiden, ja, und Sahelzone und die Länder dort sind sehr relevant für Frankreich. Und wenn wir da, wenn wir das hinkriegen, dann gerät Europa oder das Westeuropa, Deutschland, Frankreich, die
wichtigsten, größten Nationen auf dem europäischen Kontinent, die geraten in Abhängigkeit, ja, von uns, von USA, Kanada, AUKUS, ja, also, weil ohne die Energie aus Russland und ohne die Energie aus Afrika können die nicht, letztlich nicht ökonomisch weiter existieren. Das ist das, was in dem Papier steht. Und das richtig. Und das ist übrigens vom 25. Januar 2022, also vor dem Angriff. Und auch das wird in dem Papier besprochen, dass der Angriff, also dass man die Russen dazu bringen kann. Ich gucke jetzt mal. Unsere weiteren Aktionen in diesem Land werden unweigerlich zu einer militärischen Antwort Russlands führen. Das wird über die Ukraine geredet. Also ja. Unsere weiteren Aktionen in der Ukraine, das wäre richtig, werden unweigerlich zu einer militärischen Antwort Russlands führen. Die Russen werden dem massiven Druck der ukrainischen Armee auf die nicht anerkannten Donbass-Republiken natürlich nicht unbeantwortet lassen können. So viel, okay. Ja. Unprovozierter Angriff, ja. Das würde es ermöglichen, Russland zum Aggressor zu erklären und das gesamte Paket der zuvor vorbereiteten Sanktionen gegen das Land anzuwenden. Nicht nur diese Politik wird der deutschen Wirtschaft einen verheerenden Schlag versetzen, sondern die gesamte EU-Wirtschaft wird unweigerlich zusammenbrechen. Wir sprechen hier nicht von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums, sondern von einer anhaltenden Rezession. Der Euro wird unweigerlich und höchstwahrscheinlich unumkehrbar unter den Dollar fallen. Ein starker Rückgang des Euro wird folglich einen weltweiten Verkauf zur Folge haben. Es wird zu einer toxischen Währung. Er wird zu einer toxischen Währung werden. Das wird auch einen Exodus von qualifizierten Arbeitskräften und gut ausgebildeten jungen Menschen zur Folge haben. Es gibt heute buchstäblich kein anderes Ziel für diese Migration als die Vereinigten Staaten. Mittelfristig, 4 bis 5 Jahre, könnten sich die kumulativen Vorteile der Kapitalflucht, der neu ausgerichteten logistischen Ströme und des verringerten Wettbewerbs in wichtigen Industrien auf 7 bis 9 Billionen US-Dollar belaufen. Das sehen wir im Moment gerade. Also genau das ist das, was wir sehen. Ja, ja. Ja, also werden wir mal sehen, wenn sich das so rausstellt, dass die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht in Deutschland, dann ist das ja eine Verschwörungstheorie, die am Ende wahr ist. Dann ist es eigentlich eine Prophezeiung und keine Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungsprophezeiung. Also was übrigens auch bei Korrektiv wurde genannt, ja, wer hat denn das veröffentlicht? Das war von der Schweden, also aus dem Umfeld der Schwedenpartei, also sage ich mal der schwedischen AfD, einer Zeitung, und auch die deutsche AfD hat sich dazu geäußert, sonst kaum jemand, ein paar Leute in der Linken noch, also je nachdem, wie die aufgestellt waren. Und das wird als Argument dafür gewertet, dass das nicht echt ist, das Dokument. Also das heißt, aber es hat eine erstaunlich hohe Trefferrate und ist wie gesagt, wie ein Drehbuch, wie ein Skript zu dem, was wir hinterher gesehen haben. 25. Januar 2022. Und genau das ist ja eben der Job dieser Thinktanks wie RAND und so weiter, eben ja zu denken, zu planen, Optionen, Möglichkeiten darzulegen, wie man die Politik durchsetzt. Und wenn man das liest, dann denkt man, ja, das ist, Robert hat es gerade gesagt, genau das, was jetzt passiert, ist in diesem Papier von Anfang 22, wird da erzählt. Und wenn das ein Fake sein sollte, ja, also irgendjemand hat das Ding geschrieben vor ein paar Wochen erst, ja, und hat es da in Darknet reingestellt. Wenn jemand sozusagen damit Politik machen will, dann stellt das doch nicht ins Darknet, sondern ins Internet, dass es jeder lesen kann. Ja, da scheint mir doch, also ich tendiere dazu, das Ding für echt zu halten, ja, weil es auch exakt der Politik entspricht, die USA im Moment betreiben, ja. Mhm. So, also laut diesem angeblichen RAND-Papier besteht das Ziel ja darin, dass die Kapitalflucht aus Europa, die dann eine Kapitalflucht zu provozieren aus Europa und die nach Amerika umzuleiten, weil dort das Geld knapp wird und die Umfragewerte schlecht aussehen und so weiter und so fort. Das klingt nach einem bombastischen, zukunftsgewandten, optimistischen Plan für die Welt. Ne? Es gibt
allerdings einen anderen Club, die haben andere Pläne für die Zukunft der Welt. Und das ist BRICS. Die haben sich auch neulich in Afrika getroffen und haben dort eine Megakonferenz veranstaltet, bei der so viele neue Sachen besprochen worden sind. Unter anderem sind es also jetzt dann nicht mehr nur noch Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die BRICS ausmachen sollen, sondern es sollen 11 Länder dazukommen, darunter Saudi-Arabien. Und andere Länder, also ich halt Emirate, Argentinien, also das ist ein Who's Who. Alleine vom Erdöl her wären das dann, da gibt es unterschiedliche Zahlen auch, je nachdem, wo man jetzt nachguckt, aber dann sind 60% der Erdölproduktion sind bei BRICS dann angesiedelt. Das wird lustig. Und die haben auch schon angekündigt oder machen das schon, dass sie nicht mehr in Dollar abrechnen. Das war ja bisher ein todeswürdiges Vergehen. Wer damit angefangen hat, konnte sicher sein, sich einem Staatsstreich auszusetzen, von Mossadegh über Saddam Hussein bis Gaddafi. Das ist den allen nicht gut bekommen, diese Idee. Und das geht jetzt munter voran. Also das ist, und ich möchte auch nochmal einfach, ich werde den Link noch, habe ich vergessen, reinzustellen, von einem chinesischen Blogger, der sich mit Edelmetallwerten beschäftigt, der dazu was geschrieben hat. Der hat zum Beispiel gesagt, man, es ist ganz klar, weil warum will Saudi-Arabien da rein und die Vereinigten Arabischen Emirate, weil die Saudis 5-mal so viel Öl an China verkaufen mittlerweile wie an die USA. Das ist deren originäres wirtschaftliches Interesse. Und er hat eine zweite Grafik gezeigt über die Marktentwicklung in den verschiedenen Ländern. Wenn man dann G7 anguckt und die BRICS-Staaten, geht es für die BRICS-Staaten ordentlich nach oben und für die G7-Staaten geht die Marktentwicklung ordentlich nach unten. Also das sind die Zukunft ist im Süden, die ist nicht im Westen und schon gar nicht in Europa. Ein überalterter, absterbender Kontinent. Ja, und wir haben den Artikel von Pepe Escobar, ja, der ja schon seit langem auch über BRICS schreibt und gut drin ist in dem Thema. Und wenn man sich das anschaut, ja, dann sieht man, okay, die BRICS-Leute, jetzt auch der südafrikanische Präsident, die haben dann zur Eröffnung der Konferenz auch gesagt, ja, wir sind kein anti-westliches Bündnis. Sind sie auch nicht, ja. Ich sehe BRICS eher sozusagen in der Tradition der blockfreien Staaten, die es mal gab, ja. Also, dass sich Länder zusammenschließen und sagen, hey, wir wollen Handel und Wandel betreiben untereinander, aber nicht kontrolliert und sozusagen stranguliert von den USA. Es hat ja schon begonnen, dass zum Beispiel, Dirk hat es gerade erwähnt, Saudi-Arabien sehr viel Öl nach China verkauft. Ja, das wird jetzt künftig in Yuan abgerechnet, also nicht mehr in US-Dollar. Die Inder sind ja eben auch das bevölkerungsreichste Land der Welt, sind in BRICS und die dealen mit Russland und dem russischen Öl und Gas auch in Rupien. Ja, also da ist der Petrodollar sozusagen der bisher sozusagen zwangsweise der Welt übergestülpt war. Jeder, der Öl kaufen wollte, musste Dollar haben. Dem geht es massiv an den Kragen. Ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen in der Sendung, dass eben BRICS auch eine alternative Währung plant. Das wird sich so, ist abzusehen, wohl noch rauszögern. Also es wird jetzt nicht sozusagen da irgendein neuer BRICS-Taler erfunden, den diese Länder dann benutzen, sondern es wird so gehen, dass die Länder untereinander in ihren Landeswährungen abrechnen. Ja, und untereinander eben Handel treiben mit vor allen Dingen Rohstoffen, aber auch anderweitig, der unabhängig wird von dem Dollar und von den USA. Und deshalb versuchen die Amerikaner ja auch und auch die Europäer, auch schon Merkel hat ja gesagt, oh, gegen die neue Seidenstraße und BRICS, da müssen wir was machen, ja, versuchen dieses Bündnis, was da entsteht, gerade die neue Allianz zu
unterminieren. Ja, die USA setzen die diversen Teilnehmer jetzt unter Druck und sagen, hier, ihr dürft nicht, und mit den Russen und mit den Chinesen und so. Aber wie es ausschaut, lassen sich diese Länder eben nicht mehr so ohne weiteres von den Amerikanern diktieren, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, und schließen sich da zusammen. Dazu kommt noch, dass die Sache mit den Ölreserven, darf ich dir kurz mal einblenden hier, vielleicht möchtest du es kommentieren oder nicht. Das ist auch, was Pepe Escobar hier geschrieben hat. Hier sind also das Verhältnis der bewiesenen Ölreserven in Millionen Barrel, Vergleich zwischen BRICS Plus und den G7-Ländern. Alles Rote ist BRICS Plus, und das kleine Blaue da unten ist Kanada, USA und andere. Genau. Also die haben in Zukunft das Erdöl in der Hand. Und dann frage ich mich natürlich auch, wie BRICS Plus dann zum Green Deal und das alles stehen wird. Und weißt du, was ich meine? Ja, gut, das wird jetzt, ja, dann die westliche Position ist dann ja, Erdöl hat ja sowieso keine Zukunft sozusagen, ja, weil und so weiter, Green Deal. Aber da muss man zu sagen, ja, mag sein, in 30, 40 Jahren ist es vielleicht zu Ende mit dem Öl, aber bis dahin ist Öl und Gas sind die wichtigsten Rohstoffe der Welt, ja, ohne das geht überhaupt nichts, ja. Also wir können mit Solarindustrie und mit nachhaltigen Energiegewinnung können wir keine Industrien betreiben, wie wir sie im Moment betreiben. Ja, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und die ganze Elektromobilität, die jetzt sozusagen propagiert wird, die kann überhaupt nicht funktionieren mit Windkrafträdern und mit ein paar Solarpanels. Jedenfalls nicht in nächster und in mittelfristiger Zeit. Das wird Jahrzehnte dauern. Und wenn es überhaupt funktioniert, und so lange bleiben Öl und Gas die entscheidenden Rohstoffe. Ja, wir haben ja schon oft gesagt, warum sind eigentlich die Russen jetzt die Ultrabösen? Ja, Russland hat ein Drittel aller Rohstoffe der Erde. Russland ist der Rohstoffriese dieser Welt. Und wenn ich die Welt kontrollieren will, was die Amerikaner gerne möchten, Full Spectrum Dominance heißt die Doktrin, ja, dann muss ich natürlich die Rohstoffbesitzer unter meine Fuchtel bringen. Sonst kann ich das nicht, ja. Und insofern, was sich hier mit BRICS 11, also mit den 11 Ländern, die sich da jetzt zusammenschließen, was sich da tut, ist auf dem, wie sagt man, also ich finde, und Pepe Escobar schreibt es auch in dem Artikel, und ich schließe mich da an, das ist ein historischer Umbruch, der hier stattfindet, ja, also der Beginn eines Umbruchs, ja, dass eben man nicht mehr, Dirk hat es auch vorhin erwähnt, ja, den Gaddafi oder Saddam Hussein einfach wegbomben kann, weil die sagen, hey, Deutschland, du kannst dein Öl in Euro bezahlen oder die wurden noch weggeschossen. Das funktioniert in Zukunft nicht mehr. Und das ist ein ganz entscheidender, wichtiger Wendepunkt, glaube ich, oder eine entscheidende Positionsänderung auf dem geopolitischen Schachbrett. Und dazu kommt noch, hinter BRICS steht ja noch die SCO, also Shanghai Kooperation, ja, die eben auch über Sicherheit und militärische Zusammenarbeit, also sozusagen als Gegengewicht zu NATO-Stan, sich da formiert, ja. Und das ist alles hochinteressant und spannend. Und der Westen versucht, das zu sabotieren. Der Westen versucht, das zu unterminieren, eben die kleineren Länder noch unter Druck zu setzen. Hier, wenn ihr das macht, dann gibt's vom IWF keinen Kredit mehr und solche Geschichten. Die BRICS-Bank ist ja schon im Entstehen und wird auch eine Alternative sein zum Internationalen Währungsfonds, zur Weltbank und all die von den USA kontrollierten Finanzinstitutionen, auch SWIFT, wo man die Russen rausgeschmissen hat, jetzt im Zuge des Ukraine-Feldzugs. Da wird überlegt jetzt im BRICS, hey, wie können wir denn jetzt ein neues sozusagen Zahlungssystem entwickeln? Das ist auch schon in Arbeit. Also das sind hochinteressante Entwicklungen, die
ja, tatsächlich dazu führen, dass wir in Zukunft keine unipolare Welt mehr haben, sondern eine multipolare Welt. Wie die gestaltet wird und wie die wird, das müssen wir sehen, ja. Aber dass sie im Entstehen ist, das ist, denke ich, unbestreitbar und hoch spannend für die weitere Zukunft in den nächsten Jahren. Ja. Ich möchte zwei kurze Punkte nochmal anführen. Das eine war, was du gesagt hattest mit Südafrika. Der ANC, der Präsident des ANC, der heißt Fikilele Mbalula, also ein bisschen schwierig, ich weiß, hoffe, ich spreche das richtig aus. Der war in der BBC in Hard Talk und hatte sich weit aus dem Fenster gehängt und hatte gesagt, wir werden Putin, weil die Amerikaner forderten, Putin darf nicht eingeladen werden, falls er kommt, soll er festgenommen werden. Und der hatten gesagt, wir werden ihn vom Flughafen im Auto abholen, zum Veranstaltungsort bringen und wieder zurück. Putin ist dann von Südafrika ausgeladen worden und ich habe einen südafrikanischen Kollegen gefragt, wie das dann zustande kam. Und dann sagte er ganz einfach, Südafrika ist in wirtschaftlicher Hinsicht noch mehr verbunden mit den USA, als es mit China verbunden ist. Das ist ungewöhnlich für Afrika. Was wird denn der Effekt sein, nachdem man gesagt hat, also nachdem die Drohung, die kam, er hat gesagt, das ist über Sanktionsdrohungen gemacht worden. Man hat gesagt, guckt euch an, was mit Russland passiert. Wir können euch den Hals umdrehen mit Sanktionen. Was glauben die, was der Effekt sein wird? Dass die Leute dann sagen, oh, wir werden in Zukunft insbesondere gern mit euch zusammenarbeiten und dass wir den Chinesen, die immer attraktiver werden, für eine wirtschaftliche Kooperation bleiben lassen. Die zweite Sache, die ich bemerkenswert fand, war, dass aus dem iranischen, ich glaube, es war Außenministerium, müsste ich jetzt gerade mal nachgucken, die hatten sich geäußert zu den Uiguren in China. Eines der Lieblingsthemen in unseren Medien, wo wir ja wissen, dass die Amerikaner ihr tiefstes Herz, innerstes Anliegen ist ja, dass es den Muslimen gut geht in der Welt, wie wir aus den letzten Kriegen in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren oder noch mehr als 30 Jahre erfahren haben. Ja, wie wir wissen. Und dann sagte dieser iranische hohe Politiker, sagte, dass das bemerkenswert ist, der Aufschwung, der den Uiguren durch China ermöglicht worden sei und dass das eine modellhafte Situation sei. Das kriegen wir bei uns auch nicht mit. Bei uns wird gesagt, das ist ganz schlimm. Wir kriegen die Berichterstattung über Lager. Wenn man dann bis Epoch Times geht, gibt es dort die Behauptung, dass die Leute zum Organe für den Verkauf geerntet werden in den Uiguren. Und im Iran sagen die, den Muslimen in China geht es ausgesprochen gut. Das sind sehr unterschiedliche Sachen. Und diese beiden Sachen zusammen, also wenn man sich das anguckt, dann was erwartet man auf mittlere Sicht oder in Europa und in also im Westen, in im Europa, den USA, den Five Eyes-Staaten, wie die Situation sich dort, also es erinnert mich immer mehr an den Satz von Caitlin Johnson, die sagten, die USA haben keine Verbündeten, sie haben Geiseln und das ist das, wo es hingeht. Genau. Aber der große Gewinner ist China, so wie es aussieht. Antispiegel, Thomas Röper hat hier einen TASS-Artikel übersetzt, der BRICS, die Ergebnisse des BRICS-Gipfels aus chinesischer Sicht, den möchte ich mal hier kurz einblenden. Sehr interessant und hier steht, die Energierouten führen nach China. China ist gelungen, die wichtigsten Energielieferrouten von Russland, Persischem Golf und Zentralasien umzuleiten und hat sein Volumen um 17% im Vergleich zum Vorjahr erhöht, also importiertes Öl, Gas und Kohle und so weiter. Also das, also wenn der Plan gewesen ist, China zu schwächen oder irgendwie sowas, das ist alles nach hinten losgegangen. China ist jetzt spielt jetzt die zentrale Rolle in dem BRICS. Gefüge, glaube ich, als große, große Wirtschaftsmacht, hat eine relativ stabile Währung und so. Also China ist jetzt das neue. Die Amerikaner sagen ja auch deshalb den kleineren hier, ihr macht euch abhängig von China, ihr macht euch abhängig von China. Ja, ja, natürlich, China ist die größte Wirtschaftsmacht der Erde. Wenn man nicht nach BIP, sondern nach PPP, also Kaufkraftparität, rechnet, ist es jetzt schon. Und was das BIP betrifft, wird es in 1, 2, 3 Jahren soweit sein, dass sie da auch die USA überholt haben. Ja, und natürlich sind die Chinesen sozusagen die dominierende Nation in dieser neuen Gruppe. Aber
auch Xi hat das gesagt, da auf der Konferenz, auch Putin, der wurde ja dann zugeschaltet per Video, haben das deutlich gesagt, worum es ihnen geht. Ihnen geht es um Handel und Wandel, ja, und ihnen geht es nicht um, ja, Kontrolle dieser Länder. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Ich habe vorhin schon gesagt, blockfrei. Die wollen nicht eine Anti-NATO werden, ja, vielleicht werden sie dazu gezwungen von den Amerikanern, ja, sondern die wollen einfach nur untereinander Geschäfte machen, ohne von aus Washington kontrolliert zu werden. Das ist der ganze Punkt, ja. Ja. So, also die neue Weltordnung steht bevor und das wird alles spannend. Wir bleiben natürlich weiter dran. Jetzt möchte ich, bevor wir weiterreden, wir reden ja gleich noch über sehr interessante Themen, aber zunächst möchte ich erstmal den Unterstützern danken, die uns hier wieder bedacht haben mit Spenden. Und zwar haben wir von Andreas 500 Euro bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Einfach mal so hat er uns 500 Euro überwiesen und hat gesagt, mein Minderheitenschutzbeitrag ganz im Sinne des deutschen Grundgesetzes beziehungsweise unserer großartigen deutschen Bundesregierung. Vielen Dank, Andreas. Finde ich großartig. Wir haben außerdem, Dirk, du hast Geld eingezahlt aus Basel und Friesack. Das waren insgesamt 450 Euro. Ja, das, ja, das ich vorher unterschlagen hatte quasi. Das hatte ich zwar angekündigt euch, dass ich es halt bekommen habe, aber dann, ich habe es jetzt endlich überwiesen. In Friesack hat mir jemand Geld in die Hand gedrückt und in Basel hatte mir auch jemand Geld in die Hand gedrückt und jetzt ist es in der gemeinsamen Kasse. Das ist schon, irgendwie unheimlich und unheimlich schönes Gefühl, ja, dass man so, es war wirklich schön auch auf dem Pax Terra Musica Festival. Nicht nur, also nicht, dass da Leute einem Geld zugesteckt haben, nur, sondern überhaupt so. Also, wir kriegen ja normalerweise gar nichts mit davon, wie wir aufgenommen werden oder so, außer was in den Kommentaren steht oder so. Das war wirklich rührend, war die junge Dame von der Amadeo Antonio Stiftung, die sagt hier, wir machen euch immer so fertig, eigentlich finde ich euch gut, hier sind 150. Habe ich jetzt gerade erfunden, wäre aber gute Geschichte. Michaela von der Amadeo Antonio Stiftung. Genau. Amadeo Antonio Stiftung für Staatssicherheit. Die sind noch im Zweifel darüber, ob das alles richtig ist. Nein, also wir haben von Michaela 300 Euro bekommen zur freien Verfügung, wie sie betont. Das ist gut, dass man das sagt heutzutage. Frank und Simone haben uns 150 Euro geschickt und sagen, wir hatten leider nicht die einzigartige Gelegenheit, euch drei in echt und in Farbe auf dem Pax Terra Musica Festival erleben zu dürfen. Aber das gesparte Geld für die Reise stellen wir euch gerne zur freien Verfügung. Viele Grüße aus Donauwörth. Vielen Dank an euch beide. 150 Euro haben wir auch bekommen von Benita. Sie sagt, immer wieder ein Highlight, euch drei zuzuhören. Danke für die super Infos. 110 Euro haben wir von Wolfgang bekommen, ohne Kommentar. Harald schreibt, schickt 100 Euro und sagt, für eine Reise nach Rom. Ines, 100 Euro. Rom, Michael, Moment, schickt, das, kannst du das erklären? Das kann ich nicht erklären. Hier steht auch FU-Punkt-Reise nach Rom. Ich muss vielleicht mal meine Frau fragen, was die damit gemeint haben könnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Zum Papst? 100 Euro habe ich von Michael bekommen. Barbacon Bacon, Bacon of Hope. Schreibt ja. Andrea, 100 Euro für meine Propheten der Neuzeit. Danke euch. Nina schickt 100 Euro, sagt danke für eure Arbeit. Auch Gerhard hat uns 100 Euro geschickt. Vielen Dank. 75 Euro von Gerd. Julia schickt 50 Euro, genau wie Erika. Patrick, Patrick schickt 30, Elvira 30, Maria 25. Chaima und Davis, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, schicken 20 Euro für das dritte Jahrtausend. Liebe Grüße, vielen Dank zurück. Gabriele und Albrecht, Michael und Silvia schicken jeweils 20 Euro. Thorsten auch, er sagt, als ehemaligem Handwerker im Hause Pohlmann wurde mir dort vor 20 Jahren mein Weltbild zerstört und es war gut so. Oh, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Also das wird mich, soll sich mal melden. Thorsten. Ich glaube, ein Schreiner, meine ich, ja. Ja, Schreiner oder Elektriker. Ich frage mal nach. Also das mit ein paar Leuten habe ich lange, lange Gespräche geführt und würde mich interessieren. Also ich tippe mal auf Schreiner. Ja? Okay. Bitte, Thorsten, melde dich über 3000 genau. @exomagazin.tv und dann setzen wir euch mal in Kontakt. Alexander schickt 20 Euro. Elmar hat 19,68 Euro geschickt. Sagt immer irre, interessant, investigativ, interrogativ, impulsiv. Carmen, 15 Euro. Für geballtes Wissen. Danke für eure Informationen. Marion
schickt auch 15 Euro für gute, substanzielle Arbeit, sagt sie. Jutta schickt 15 Euro. Vielen Dank für eure Arbeit. Weiter so. Mirko hat auch 15 Euro für echten Journalismus gespendet als neuen Dauerauftrag. 15 Euro Dauerauftrag. Das finde ich super. Wie gesagt, das ist die beste Möglichkeit, uns zu unterstützen. Es müssen nicht 15 Euro sein. Es kann auch 1 Euro sein. Aber der Dauerauftrag, das macht es. Das ist das Wichtige, was uns auch Sicherheit gibt und Planbarkeit. Also damit könnt ihr uns am besten unterstützen. Vielen Dank. Wo war ich stehen geblieben? 12,34 Euro von Robert. Exo Magazin, super informativ und kompetent, schreibt er. Danny schickt 10 Euro. Beate schickt 10 Euro. Katja schickt auch 10 Euro. Vielen Dank für eure gute Arbeit. Trotz der unglaublichen Themen spickt ihr alles mit Humor. Das lässt diesen Wahnsinn ertragen. Das finde ich gut. Und genau, Matthias schickt 10 Euro zur absolut freien Verfügung. Sabine auch und Anke auch. Auch als neue Daueraufträge. Christine hat auch einen neuen Dauerauftrag eingerechnet. Und dann haben wir noch Geld bekommen von Markus, von Jens, von Patrick, von Stefan, Martin, Sascha, von Petra, von Mario, Katrin, Tix, Jan, Kati, Joachim, von Anna, von Ralf, Daniel, von Udo und von Anna und von Judy, Thorsten, Bettina, Jens und Vera und Raimon und Nicole. Nicole, die beiden haben noch die Ballweg-Klausel hinzugefügt zur freien Verfügung. Also, vielen Dank euch allen für eure Unterstützung. Und darüber hinaus möchten wir all den Leuten danken, die uns mit einem Dauerauftrag für diese Sendung monatlich unterstützen. Das ist ein ganz großer Ansporn für uns, weiterzumachen. Vielen Dank euch allen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr findet die Bankverbindung auf unserer Website in dem Beschreibungstext zu diesen Videos, auf YouTube auch immer im Beschreibungstext. Ihr könnt es auch über PayPal machen, aber uns ist, wie gesagt, die Banküberweisung lieber, denn das ist ein kleines bisschen sicherer. So, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, denn so sicher wie die Sache scheint, mit dem Senden von solchen Sendungen könnte es in Zukunft möglicherweise nicht mehr sein, denn es gibt ein neues europäisches Gesetz, das heißt Digital Services Act, und dieses Gesetz das ist natürlich nur das Beste für uns. Also ich mache mal hier diese ganzen Sachen weg, die auf der Website der Europäischen Kommission sind. Hier nur die schönsten Sachen werden uns hier verkauft. Hier, jetzt, da sind wir. Da haben wir den Digital Services Act und wir können wirklich beruhigt sein. Mit diesem neuen Gesetz wird es einen besseren Schutz der Verbraucherinnen und ihrer Grundrechte geben im Internet und auch die Schaffung eines leistungsfähigen beziehungsweise klaren Transparenz- und Rechenschaftsrahmen für Online-Plattformen. Außerdem wird Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gefördert. Und für die Gesellschaft insgesamt die großen Vorteile: strengere demokratische Kontrolle und Aufsicht über systemische Plattformen. Also das ist da hat die Gesellschaft ja viel von, dass jetzt die Demokratie besser kontrolliert wird und systemische Plattformen und die Minderung systemischer Risiken. Was sind die systemischen Risiken? Manipulation und Desinformation. Also da hat Frau von der Leyen als Kommissionschefin und ihre Combo da wirklich sich was Großartiges ausgedacht, weil wir müssen natürlich für Manipulation und Desinformation im Internet geschützt werden. Ja, das, was nicht im Internet ist oder nebenher noch zu konsumieren an Nachrichten, das wird ja nicht manipuliert und das ist ja auch keine Desinformation. Aber die alternativen Kanäle, die Plattformen, die, ja, wie, was weiß ich, Twitter, Facebook, Google und so weiter, die werden in Zukunft besser kontrolliert, so dass wir geschützt sind, desinformiert zu werden in Zukunft. Das ist doch gut, Leute, oder? Ich finde das auch gut. Es wollte sowieso keiner wissen, was die EU-Kommissionspräsidentin mit Pfizer per SMS ausgemacht hat und so. Genau. Ne? Ja? Interessiert mich sowieso nicht. Ich hoffe doch darauf. Ich habe jetzt gerade, hat mir jemand zugeschickt, vielleicht kann das jemand überprüfen. Ich kann es nicht glauben, dass die amerikanische Botschaft ein Foto verschickt hat, das in Wirklichkeit zeigt den
Mord an den 40 Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa 2014 durch Neonazis und das verschickt hat als Foto eines Bombenangriffs oder eines Drohnenangriffs auf die Ukraine auf Odessa im Jahre 2023. Also das Foto von 2014 von diesem Mord von der amerikanischen Botschaft mit der Unterzeile "Die Kälte geht immer von Russland aus" verwendet für Desinformation. Ich nehme an, dass die Europäische Union massiv dagegen vorgehen wird. Also die Leute in der amerikanischen Botschaft müssen sich jetzt ähnlich wie die Chinesen in Serbien vor Bombenangriffen fürchten durch entschlossene europäische Streitkräfte, die das machen werden. Also das ist immer wieder das Gleiche. Seit ich das beobachten kann, werden wir geschützt. Also früher vor Drogenhandel, dann wurden wir vor Kinderpornografie, das größte Problem, was es überhaupt gibt, geschützt. Und im Endeffekt sieht es immer so aus, dass irgendein unschuldiger Blogger abgeschaltet wird. Das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Und ich warte darauf, also das Prinzip, wie bei uns in diesem System, wie es gedacht war und wie es auch vom Bundesverfassungsgericht festgelegt wurde, dass wir ja ein Immunsystem haben, nämlich den Streit der Meinung im Mediensystem, dass dort alle Sachen verhandelt werden, dass man das sieht, dass eine nicht geteilte Zuhörerschaft nach Filterbubbles, sondern eine allgemeine Zuhörerschaft das sieht. Wichtig wäre ja, dass man dann diese Informationen auch gezeigt bekommt oder dass man sie sich raussuchen kann. Und anstelle, dass man dafür sorgt, zum Beispiel Kommissionen oder Beauftragte, wir haben jetzt überall Antisemitismusbeauftragte, die dann zum Beispiel im Verfahren gegen Professor Bakhti sagen, dass Professor Bakhti den Juden das Lebensrecht absprechen will. Aber wir haben keine Beauftragte für Meinungsfreiheit und Ausdrucksfreiheit, die sich darum kümmern, wie man in der Gesellschaft dafür sorgt, dass es einen lebendigen Dialog auf hohem Niveau gibt, was ja auch eine schöne Aufgabe wäre. Sondern es geht immer unter Vorspiegelung der falschen Tatsache, dass man die Bevölkerung schützen will, wird der Raum dessen, was gesagt werden kann, wie man sich unterhalten kann, wird verringert. Man schaut zu, wie im Rahmen einer kapitalistischen Logik, genauso wie die Produktion nach China verschifft wurde, aus der kapitalistischen Logik, ist jetzt durch die Filterbubbles, wird den sozialen Medien gestattet, Gruppen zu bilden von Leuten, die nur noch einer Meinung haben, wo man nicht mehr miteinander diskutiert mit unterschiedlicher Meinung, sondern nur das hört, was man vorher schon selber gesagt hat. Das ist alles entgegengesetzt. Also ich erwarte eigentlich Beauftragte des Staates, die sich versuchen, der Zivilgesellschaft unterstützen, zu nähern und zu sagen, wie kriegen wir das hin? Wir haben zum Beispiel gute Vorschläge. Wir möchten, dass 8,3 Milliarden für die Öffentlich-Rechtlichen, dass jetzt da reinkommen, auch erfolgreiche Sendungen aus den Alternativmedien. Das heißt, das, was nachwächst, organisch in der Medienlandschaft, was 250.000 Zuschauer hat, wird bei uns reingenommen, kriegt Ausbildung, kriegt Technik zur Verfügung gestellt, kriegt damit die Sache sich professionalisiert. Das wäre ja auch eine Maßnahme, um den Staat zu verbessern. Darauf warte ich, dass das passiert. Das sind aber alles Ideen. Vielleicht sollten wir einfach auch mal aufrufen dazu, gute Ideen, wie diese Gesellschaft verbessert werden kann. Und zwar nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wäre ja ein entscheidender Faktor, dass die Ideen aus der Bevölkerung kommen. Weil Demokratie habe ich nie so verstanden, dass ich zugucken darf, wie von oben die göttliche Kraft mir sagt, was ich zu denken habe, was ich erfahren darf. Weil das, was in Zusammenhang steht mit dem Digital Service Act, das habe ich in den USA bei einigen Medien gesehen, dass wir in eine Situation reinlaufen, dass dann geguckt wird, dass Mitteilungen nur noch aus zuverlässiger Quelle sein dürfen. Das sind dann die Nachrichtenagenturen, das ist Wikipedia. Ich möchte mich jetzt gerne lachend am Boden herumrollen, ja, bei dieser Nennung. Oder die berühmten Mainstream-Medien. Und was dort kommt, ist dann erlaubt und der Rest wird von vornherein ausgefiltert. Das sind auch Pläne, die laufen. Es gibt zum Beispiel automatische Fact-Checker-APIs, also einbaubare Sub-Mini-Programme, die in Webseiten, was zum Beispiel Korrektiv sich dran beteiligt. Ja? Das Fact-Checker, also dass von vornherein solche Meldungen gar nicht durchkommen und dass man dann in den Suchalgorithmen entsprechende Artikel oder Aufsätze aus anderen Quellen gar nicht mehr angeboten bekommt, sondern nur in dieser Käseglocke
des öffentlich Gewollten sich bewegen darf. Das ist, hat mit Demokratie nichts zu tun. Sorry, ich frage mich mal so als Ossi, ne? Ich meine, in der DDR waren ja auch alle Medien streng kontrolliert, ja, und du kamst da überhaupt nicht rein, wenn du nicht irgendwie ein Parteibuch hattest oder linientreu warst oder irgendwie sowas, ja. Sogar Künstler wurden ja vor allem Künstler, also jeder, der irgendeinen nennenswerten gesellschaftlichen Einfluss hatte, unterstand der größten Kontrolle, ja. Und ich meine aber als Ossi, also das hat jeder gewusst, dass wir im Fernsehen angelogen werden in der aktuellen Kamera. Die Leute haben sich das trotzdem auf der Straße rum erzählt. Was glauben die denn eigentlich, welchen Effekt die damit erzielen werden beim Volk? Die werden doch nicht ernsthaft in der Lage sein, die öffentliche Meinung damit zu kontrollieren. Nie im Leben. Ich hoffe nicht, auf keinen Fall. Wenn die Leute so schlau sind wie in der DDR, wo dann 90% der Leute sozusagen einen automatischen Filter drin haben. Aber ich habe gerade eine Geschichte von Tom Wellbrock gelesen, der sich mit seinem Arzt gestritten hat, weil der Arzt auf einmal gemerkt hat, dass Tom Wellbrock zum Thema Ukraine-Krieg nicht die Meinung der Tagesschau vertritt. Und das hat damit geendet, dass er ihn rausgeschmissen hat. Und ich glaube, einer der Unterschiede ist, dass in der DDR das Doppelbewusstsein, dass es eine Realität gibt, weil doch eine interessante politische Grundbildung da war und auch eine Denkausbildung, auch in Richtung Dialektik, die es bei uns nicht gibt. Und ich glaube, ich würde fast vermuten, das wäre übrigens ein interessanter Feld für wissenschaftliche Studien, wenn es doch geht, dass der Anteil der kritischen Geister, die von vornherein kritisch waren, in der DDR höher war als jetzt, wo wir Leute haben, die tatsächlich glauben, dass das, was da gemacht wird, also gucken wir uns die letzten Jahre an, also ob das jetzt Covid ist, ob das Ukraine-Krieg ist, dass da ein Anteil ist, der überzeugt ist von dem, was er tut. Oder wenn ich mich täusche, Meine Theorie ist eine andere. Meine Theorie ist, dass die Leute umso kritischer in ihrem Medienkonsum werden, je mehr ihnen der Zugang zu freier Information verstellt wird. Und offenbar ist es noch nicht so weit, wenn man jetzt diesen EU Digital Services Act und die systemischen Risiken, die daraus entstehen, wenn Leute andere Informationen konsumieren als was genehm ist, weiterdenkt, dann muss es eigentlich letzten Endes dazu führen, dass Satellitenfernsehen in der Europäischen Union verboten wird, dass also sozusagen wie der DDR das Westfernsehen verboten war eine ganze Weile lang, ja, weil da wurden ja imperialistische Werte in die sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat haben den Arbeiter- und Bauernstaat verseucht mit imperialistischen Gedankengut. Und ich meine, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie das Internet begrenzen auf die Europäische Union? Du darfst ja jetzt nur noch das, was in der EU genehm ist, konsumieren, und alles andere, was aus den BRICS-Ländern kommt, zum Beispiel, das darfst du dann nicht mehr erfahren. Also ja, vorbei. Haben Sie schon abgeschlossen, Hollywood oder? Ist gegessen, gibt's nicht mehr, ja, brasilianische Karnevalsumzüge nie wieder im Fernsehen zu sehen. Es könnte ja irgendwo eine versteckte politische Botschafterin sein vom Klassenfeind. Nee, also Leute, ich finde das lächerlich, was die hier versuchen. Du hast ja recht. Ich meine, ich habe jetzt gerade gesehen, in den USA, das war gut, ich bin jetzt bei RFK Jr., in dem lasse ich mir immer die von Beacon. Und da war eine super gute Meldung, das heißt, dass RFK Junior ist jetzt bei YouTube gesperrt worden mit einem Beitrag, weil er sich, ist zensiert worden, weil er sich über die Zensur in YouTube aufgeregt hat. Und das ist natürlich super, das ist ein Kunstwerk, das kann man sich gar nicht ausdenken, sowas. Und dieser Digital Service Act, was ihr gerade erzählt habt, und auch Robert, wie es im Osten war, ich glaube, das wird genau dazu führen. Ja, also Frau von der Leyen und die EU-Kommission schwingen sich hier zur Stasi auf, sozusagen, sagen, also wir können nur noch Nachrichten durchlassen hier, die sozusagen sicher sind und so weiter. Und das wird, ja, wozu wird das führen? Die Leute werden nicht glauben mehr an das, was dann im Mainstream kommt, sondern immer weniger. Ich bin der Überzeugung, dieses Gesetz geht nach hinten los. Ja, und was Sie sagen, ja, das ist ein, wie ich habe es auch eben hier vorgelesen, besserer Schutz, Grundrechte, bla bla
bla bla bla bla. Hm. Das Gesetz intendiert ja genau das Gegenteil. Ja? Freie Meinungsäußerung, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, ja, letztlich Gedankenfreiheit, das Recht auf persönliche Daten, Privatheit und so, das wird alles terminiert und beendet. Und da erzählen die uns, ja, das dient alles nur dazu, die Demokratie zu fördern. Es tut doch genau das Gegenteil. Es wird ein totalitaristisches System, wo die Nachrichten von oben nach unten durchgereicht werden und alles andere wird gestoppt, gesperrt, behindert, zensiert. Ja, die Frau von der Leyen hieß ja schon damals, als sie da das NetzDG, Netzdurchsuchungsgesetz, hat man sie Zensursula genannt, ja. Und das kommt jetzt sozusagen, das, was sie hier veranstaltet hat, kommt jetzt auf die ganz europäische Ebene. Also bitte, liebe DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger, ich bitte um eure Hilfe und Unterstützung. Und ich habe eingesehen, von der DDR lernen heißt Siegen lernen. Das bringt uns das bei, wie man das wieder rückgängig macht. Ja, und das Beispiel, ein wunderbares Beispiel, wir haben ja unten dann auch, glaube ich, noch einen Link dazu. Ja? Martin Sonneborn die Berliner Zeitung hat das schön zusammengefasst und Ursula von der Leyen hat ja hier getweetet, wir bringen europäische Werte in die digitale Welt mit strengen Regeln über Transparenz und Rechenschaftspflicht. Unser Digitaler Service Act soll unsere Kinder schützen, unsere Gesellschaften und Demokratien schützen. Und jetzt ab heute müssen sehr große Online-Plattformen das neue Gesetz beachten. Und postet Martin Sonneborn auf Twitter, Frau von der Leyen behauptet, die Kommission bringt mit dem gerade in Kraft getretenen Digital Services Act europäische Werte in die digitale Welt. Und nach dem gerade in Kraft getretenen Gesetz melden wir diesen Fake-Inhalt hier mit den zuständigen Regulierungs- und Kontrollbehörden der EU. Denn die inkriminierte Behauptung enthält eine dem Leser bewusst irreführende Desinformation, die seinen Hass auf die EU in maßgeblicher Weise schürt und damit geeignet ist, den asozialen Frieden in Europa zu gefährden. Das ist die richtige Antwort. Also, Sonneborn ist sowieso, ich meine, das ist Entspannung, wenn ich die Sachen von ihm lese. Das ist jetzt, also die Partei ist mit ihm wirklich, wie gesagt, die Einmann-Opposition im Europäischen Parlament. Das ist genial, was er abliefert. Ich bin sehr dankbar, dass es ihn gibt. Also. Dankeschön. Und warum? Jetzt muss man sich ja fragen, warum haben sie jetzt so eilig mit dem Gesetz? Warum? Ja, der Grund ist natürlich, dass Mainstream-Medien, den Großmedien, den öffentlich-rechtlichen Medien die Fälle wegschwimmen. Wir haben ja unten das Link zu dem Interview von Tucker Carlson mit Trump. Ja, das ist jetzt inhaltlich nicht so relevant. Trump, wir sind keine Freunde von Donald, aber dieses Interview hatte in den ersten 4 Tagen 260 Millionen Views, ja. 260 Millionen, ja. Tucker hatte früher bei Fox News 6 bis 8 Millionen in seiner Show, die er da gemacht hat. Und sie haben ihn ja rausgekickt, weil er die Pharmaindustrie und auch die Unterstützung des Kriegs in Russland, Ukraine kritisiert hat. Dann hat man ihn bei Fox, dem größten Sender auch, der Fox hat ja auch NBC und die anderen überholt, hat man den Carlson rausgekickt. Jetzt ist er auf Twitter und hat das viel, viel, vielfache der Zuschauer, die ihm damals auf Fox gefolgt sind. Ja? Und das heißt, die alternativen Medien, die ja ohnehin, oder sagen wir mal die Internetmedien jetzt mal, gar nicht unbedingt die Alternativen, nur alles, was im Internet läuft, ist ja mittlerweile viel, viel relevanter als das, was da abends Tagesschau, ZDF und so abspulen, weil
da informieren sich nur noch so alte Männer wie Dirk und ich, ja, so. Die jüngeren Leute, alles, was unter 45 oder unter 40 ist, guckt doch da gar nicht mehr hin. Die haben ihr Handy oder ihr iPad und gucken da die News. Und da, um die Gefahr, dass sie da möglicherweise auch mal auf sowas wie das dritte Jahrtausend stoßen oder auf Glenn Greenwald oder auf wen immer, die soll jetzt mit diesem neuen Digitaler Service Act, ja, also das soll eine Dienstleistung sein, um uns im Digitalen, ja, sicher bewegen und so weiter. Das wird alles beendet. Also ich glaube nicht, das haben wir ja gerade schon gesagt, dass dieses Gesetz wirklich zu etwas führt, außer dazu, dass die Social Media, die alternativen Medien, das, was im Internet läuft, noch mehr an Relevanz gewinnt. Weil du kannst es letztlich nicht kontrollieren. Das ist ja eben das. Sehr klar können die da APIs und kleine Algorithmen einbauen. Und wenn du dann bei Google oder YouTube eingibst, drittes Jahrtausend, dann wird das nicht gefunden gleich. Ja, okay, dieses sogenannte Shadow Banning, das wird ja schon länger produziert. Das wird dann wahrscheinlich hier mit diesem Gesetz noch verschärft, aber verhindern und kontrollieren und so weiter wirst du das nicht können. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass dieser Digital Service Act nach hinten losgeht. Das sehe ich auch so. Vor allem führt es halt zu einem noch mehr Vertrauensverlust in die staatlichen Behörden, in die europäischen Behörden. Ja, und dann kriegt der Staatsschutz ja noch viel mehr zu tun, um Gottes Willen. Weißt du, die müssen sich dann noch um all die neuen Leute kümmern, die jetzt auch noch das Vertrauen verloren haben und anfangen, irgendwelche komischen Sachen zu posten. Also, keine gute Idee. Man hat wirklich den Eindruck, auf der einen Seite folgt die EU stramm dem Plan, der vorgegeben ist. Wirtschaft wird ruiniert, ja. Es geht alles den Berg runter und um die Empörung im Volk darüber nicht allzu offensichtlich werden zu lassen, denken sie sich jetzt hier solche Gesetze aus, um zumindest nach außen hin den Anschein zu bewahren, dass alles in Ordnung ist, und merken aber dabei nicht, dass der Druck im Kessel dabei steigen wird. Also das ist mein Gefühl dabei. Das kann nicht gut gehen auf lange. Es kann nicht gut gehen. Eine andere Sache, die jetzt hoffentlich mal bald gut geht, ist ja die Sache mit Julian Assange. Der sitzt da immer noch im Gefängnis und wir wissen immer noch nicht, was ist da jetzt der neueste Stand. Wird er ausgeliefert, wird er nicht ausgeliefert? Matthias, was gibt's da Neues? Es ist immer noch unklar, wird er ausgeliefert, wird er nicht ausgeliefert. Gestern hat Glenn Greenwald mit dem Vater von Julian ein längeres Gespräch geführt. Wir stellen das Link rein. Ja. Wirklich konkrete Hoffnung, konkrete Anzeichen, dass er jetzt bald rauskommt, gibt es noch nicht, ja, im Moment. Ja. Aber der Vater und auch Julian Greenwald denken schon, dass sozusagen so ähnlich wie im Ukraine-Krieg, wir müssen aufhören mit Krieg, wir müssen anfangen mit Diplomatie, dass eben diplomatische Verhandlungen, auch Australien mit England und so, dass die verhindern, dass Julian ausgeliefert wird. Er war gestern oder vorgestern ist er seit 1600 Tagen, also seit 5 Jahren, haben sie ihn eingebuchtet in Belmarsh da, in der Isolationshaft und so weiter. Also muss man sich mal reinziehen, dass Frau von der Leyen hier Gesetze macht, ja, wir wollen die Pressefreiheit, die Freiheit der schützen, und Julian Assange, der vielleicht wichtigste Journalist der letzten Jahrzehnte, sitzt seit 5 Jahren im Knast, ja. Also was so lange, das sagen wir jedes Mal und man kann es wirklich nur wiederholen, von Pressefreiheit kann im Westen keine Rede sein, solange Julian Assange im Gefängnis sitzt. Punkt. Ja. Mhm. Ja, dieser Westen muss weg. Mittlerweile bin ich der Meinung, kann man nur so sagen, dieser Westen muss weg. Kann das nicht mal jemand sauber machen? Ist also nach dem alten Lehr, ist das Kunst oder kann das weg? Nein, es kann weg. Ja. Das ist sozusagen, und von der DDR lernen, also wirklich, ich meine das ernst. Also vielleicht sollten wir solche
Treffen haben. Die Leute haben es ja gut hingekriegt, also mit einem hohen Maß an Ironie, mit direkter Hilfe und also einer Art von Menschlichkeit untereinander. Das sind eigentlich alles gute Ausblicke in die Zukunft und wie man so rangehen könnte. Also das heißt, das ist, und ich wäre ja auch noch eine Idee, könnten ja sich vielleicht einige Länder zusammentun und könnten zum Beispiel in Osteuropa ein Radio Liberty aufmachen, damit wir informiert werden können über Berichterstattung zum Beispiel aus Russland und China in einer anderen Weise. Russland ist ja, wenn man reinguckt, die sind ziemlich derb, diese Talkshows. Da ist eine ganze Menge mehr möglich als bei uns, also wie da gestritten wird und so. Also wäre das doch eine gute Variante, wenn jetzt das einfach umgedreht wird. Weil ich erinnere mich, als ich studiert habe, haben wir mal Besuch gehabt von einem Professor der Kommunikationswissenschaften von der Universität Moskau, Nikolai Mansurov, ich kenne den Namen sogar noch, und er sagte, die Grundaufgabe der sowjetischen Medien ist es, eine positive, optimistische Grundhaltung in der Bevölkerung zu erzeugen. Und das ist so ungefähr, Ursula von der Leyen ist in direkter Nachfolge von dieser Denkrichtung, ja, aber ich brauche sie nicht. Also ich komme da gut ohne aus. Im Unterschied zur DDR, wo wir gerade dabei sind, wurden ja dort auch die Dissidenten oder die Künstler und Journalisten, die wurden drangsaliert und teilweise eingesperrt. Aber auf die Idee, sie 175 Jahre einzubuchten, ist selbst die Stasi nicht gekommen damals. Ja? Und wenn sie wirklich genervt haben, hat man sie ausreisen lassen. Lass doch bitte Julian Assange ausreisen in sein Land seiner Wahl, verdammt nochmal, anstatt ihn da weiter im Knast sozusagen verrecken zu lassen. Ja, das und muss geht bitte, also, lass dieses System bitte untergehen, so zivilisiert wie die Sowjetunion untergegangen ist. Das wäre doch schön, oder die DDR. Herzlichen Dank nochmal an die Verantwortlichen damals, die es ermöglicht haben, abzutreten, ohne dass Blut geflossen ist. Das ist eine immense Leistung, die ich immer wieder hervorheben will. Das sollte man sich angucken. Das hat es in der Geschichte, so kannte ich das nicht gegeben. Eine immense Leistung, und dafür möchte ich mich bedanken bei diesem Unrechtsregime, wie es dann genannt wurde. Es hat sich gezeigt, dass es doch eine gewisse, sozusagen gewisse pragmatischen Humanismus an den Tag legen konnte im Entscheidenden. Das Vertrauen habe ich jetzt nicht unbedingt bei dem, was kommen wird bei uns. Ja, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Es gibt ja noch, es wäre ja schön, wenn wir uns darüber unterhalten könnten, und das sollten wir auch, wie man das Ganze besser machen kann. Wir sollten, also das ist ja auch ein Punkt in dem Gespräch, was wir untereinander haben, wir reden zu wenig darüber, was eigentlich an welche positiven Ausblicke in die Zukunft, welche grundsätzlich positiven Möglichkeiten es gibt, nämlich sich auch etwas vorzustellen. Also das heißt, zu träumen davon, und nur wenn man die Muße hat, sich etwas vorzustellen, wenn man in der Gras liegt, ja, es gibt so eine wunderschöne Karikatur, muss ich mal dran denken, Calvin und Hobbes, ihr kennt das ja wahrscheinlich, also dieser kleine Tiger mit dem Junge, und dann liegt der Tiger da und dann fragt er, was machst du da? Sagt er, ich ruhe mich aus im Gras, die Sonne scheint, und dann sagt er, was möchtest du, was wünschst du dir für die Zukunft? Und dann sagt der Tiger, ich möchte, dass die Sonne scheint und ich im Gras liegen kann. Und der Junge wird sauer und sagt, hast du überhaupt keine Vorstellung, was du machen willst? Das ist doch gar keine Zukunftsvision, das ist keine Utopie. Und der Tiger liegt da und dann sagt der kleine Junge, es ist schwer, mit jemandem zu diskutieren, der so glücklich aussieht. Ja, ich meine, das Problem bei uns, ja, auch bei uns dreien und bei anderen, ich habe hier gerade gestern mit ein paar Leuten auch geredet, wir sind ja so News-Junkies sozusagen und lassen uns von diesem Strom, der da auf uns zukommt, von skandalösen Sachen wie jetzt hier dieses idiotische Gesetz oder wie die ganze Wehrkriegs- und Putschsachen und so. Wir lassen uns da immer reinziehen, und wir als ich persönlich und ihr zwei ja auch, wir regen uns dann aber, oh, das ist aber wieder eine Schweinerei, die da passiert, und das müssen wir thematisieren, ja. Wir müssen, glaube ich, auch lernen, uns da nicht mehr so reinziehen zu lassen, weil wir können die sozusagen visionären, positiven
Aspekte, ja, die Dirk gerade angesprochen hat, ja, die lassen wir außer Acht, weil wir laufend in diesen schrecklichen News-Sumpf reingezogen werden, ja. Und da denke ich, habe ich mir auch vorgenommen, ich muss mir da noch eine größere, ja, Immunität zulegen innerlich, ja. Weil wenn ich dann so Nachrichten lese, dann rege ich mich sofort auf und denke, oh, jetzt muss man aber da drauf und das muss man und das muss man, ja, sondern das einfach mal, oder nicht alles, aber öfter mal das einfach liegen zu lassen, sagen, ja, okay, das ist so, aber was gibt's denn sozusagen für eine, ja, wie können wir erreichen, dass wir wie der Tiger da im Gras liegen, verdammt. Das wollen wir und das wollen wir auch, dass es der Rest der Menschheit tun kann und dass es Möglichkeiten dazu gibt, so zu leben, ja? Ja. Und die eben sozusagen doch viel mehr ja auch aktiver zu bearbeiten für sich selber, anstatt sich in diesen ganzen Sumpf jeden Tag, ich habe ja ja, also das wäre sozusagen meine, das will ich mir vornehmen, ja, dass wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, dass wir im dritten Jahrtausend, ja eben, das dritte Jahrtausend sind nicht nur die Skandale und die Schweinereien und ja, der ganze Dreck, ja, der jeden Tag abläuft und produziert wird, sondern das dritte Jahrtausend hat ja auch andere Seiten. Und dazu kann, glaube ich, vielleicht Robert jetzt was sagen. Genau, ja, das ist eine wunderschöne Überleitung, denn das dritte Jahrtausend besteht ja nicht nur aus dem, was jetzt hier präsentiert wird in den gestreamlineten europäischen Massenmedien, sondern es gibt ja nun wirklich auch viele Entwicklungen, die abseits dieser Medien stattfinden, die ich aber für höchst bedeutsam halte. Und eine dieser Entwicklungen ist, es gibt, habt ihr das gewusst, die Parapsychologie ist eines der best dokumentierten Gebiete überhaupt. Wird sehr, sehr streng kontrolliert und mit Statistik und was weiß ich und so fort. Und es gibt in Deutschland eine Gesellschaft für Anomalistik. Die stellen immer jeden Monat die Studie des Monats vor. Ich finde die Gesellschaft für Anomalistik toll, weil die sich um solche Sachen kümmern. Und die sie jetzt diesen Monat vorgestellt haben, ist eine Twitter-Studie. Da hat ein amerikanischer Parapsychologe namens Dean Radin vom Institut für Noetische Wissenschaften heißt es, gegründet von dem ehemaligen Apollo-Astronaut Edgar Mitchell übrigens. Der hat eine Studie gemacht und hat versucht rauszufinden, ob sich nicht vorhersehbare negative Ereignisse irgendwie in geposteten Twitter-Nachrichten vor deren Eintritt irgendwie niederschlagen könnten, als Ausdruck einer globalen Vorahnung oder sowas. Das klingt jetzt vielleicht abgefahren, aber dazu muss man wissen, bevor wir zu dieser Studie kommen, dass das gar nicht so abgefahren ist, denn dass es so etwas wie ein globales Bewusstsein geben könnte. Da wurden lange Untersuchungen durchgeführt an der Princeton University unter anderem. Die haben nämlich ein interessantes Projekt am Laufen gehabt. Das heißt das Global Consciousness Projekt. Ich habe dazu mit dem damaligen Versuchsleiter Roger Nelson auch Interviews gemacht. Man sieht hier einen Vortrag von ihm auf unserer Website ExoMagazin.tv. Das Experiment Global Consciousness Projekt besteht darin, dass die auf der Welt verschiedene Zufallszahlengeneratoren aufgebaut haben geguckt haben, ob im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, furchtbaren Unfällen, Terroranschlägen, Kriegshandlungen, großen politischen Ereignissen und so weiter irgendeine Veränderung in der statistischen Normalverteilung sich ergibt, die ja nun bei so einem Rauschgenerator, bei so einem Zufallszahlengenerator entsteht. Also der erzeugt eben entweder eine 1 oder eine 0 und mal mehr eine 1 und mal mehr eine 0, aber dann gibt's eben diese normale Glocken, diese statistische Glockenverteilung. Und die haben rausgefunden, interessanterweise, dass halt eben tatsächlich im Umfeld von solchen Ereignissen solche Abweichungen von der statistischen Normalverteilung auftauchen. Was ist das jetzt hier? Karachi, Pakistan, Feuer in einer Fabrik. Da sieht man, dass es also von der Verteilung abweicht. Und hier gibt's auch zwei Autobomben in Bagdad,
Also da sieht man, wie diese, das sind statistisch signifikante, geringe, aber statistisch signifikante Effekte. Und das Interessante ist jetzt dabei auch, das ist also die eine Forschungsrichtung, die es da gab, das Global Consciousness Projekt. Man hat zum Beispiel vor dem Tod von Lady Diana schon diese Abweichungen in den Rauschprozessen gemessen, vor den Anschlägen vom 11. September, schon Stunden bevor das erste Flugzeug in das World Trade Center geflogen ist, hat man diese Abweichungen in diesen Rauschprozessoren festgestellt, was wirklich interessant ist. Und es gibt einen weiteren interessanten Forschungszweig, das ist die Pre-Sentiment-Forschung. Das heißt, da hat man festgestellt, und zwar anhand von Herzschlag, von Puls, Blutdruck, Pupillenweitung, EEG und auch Sauerstoffgehalt im Blut im Gehirn und so weiter. Anhand von solchen physiologischen Werten konnte man feststellen, dass Menschen offenbar, bevor irgendetwas Emotionales eintritt, schon solche physiologischen Reaktionen zeigen. Also das ist jetzt schon vielfach gezeigt worden. Das heißt also, bevor, das geht von einer halben Sekunde bis 10 Sekunden, bevor etwas eintritt, fängst du schon an, dich komisch zu fühlen, und dann tritt's ein. Ja, wie kann das sein? Also eine komische Vorahnung. Das heißt, wenn man das weiß, und das ist statistisch bewiesen, dann ist natürlich diese Frage, ob es vielleicht auch irgendwelche Zusammenhänge gibt mit Twitter-Accounts, gar nicht so fernliegend, wie es vielleicht erscheinen mag. Und tatsächlich hat er diesen Effekt feststellen können. Er hat sich dabei Daten bedient eines Hedonometers, das zeige ich hier mal. Das ist eine Website, hedonometer.org, wo die Äußerungen bewertet werden mit emotionalen, also nach dem Grad der positiven oder negativen Ausrichtung von Emotionen, und hat hier also festgestellt, dass natürlich bei immer vor Feiertagen und so weiter, die bekannt waren, stieg die Glücklichkeit in den Tweets an, natürlich hier wie zu Weihnachten oder Thanksgiving oder Grammy Awards oder sowas. Aber was jetzt das Wichtige war, natürlich, er hat geguckt, wie sich dieser Index der positiven oder negativen Gefühle verhält, unmittelbar bevor negative Ereignisse eingetreten sind, die nicht vorhersehbar waren. Also zum Beispiel Erdbeben oder sowas. Oder Massenschießerei an einer Elementary School und so weiter. Und er stellt fest, dass tatsächlich, das ist also nicht die Kurve dazu, sondern hier sehen wir die Kurve dazu, dass es tatsächlich tatsächlich signifikante Effekte gibt, Pre-Sentiment-Effekte. Und er hat dazu die Analyse aller Tweets in 10 verschiedenen Sprachen kombiniert. Und dann kriegst du signifikante Effekte, wo du siehst, dass in den Twitter-Meldungen die Sprache schon vorher negativ wird, bevor ein Ereignis tatsächlich eintritt. Also ein globaler Trend, der nur durch Big Data zu erforschen und zu erkennen ist und der auf den einzelnen Tweet gesehen überhaupt keine Aussage hat, sondern nur wenn man das ganze Ding zusammen betrachtet, erkennt man diesen Effekt. Und das ist doch der Oberhammer, Jungs, oder? Denn das bedeutet ja wirklich, das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es tatsächlich so eine Art globales Bewusstsein gibt. Und man könnte sich jetzt also auch die Frage stellen, bewirkt diese kollektive Positivität oder Negativität am Ende das Positive oder Negative, was dann eintritt? Oder wissen wir es einfach nur vorher schon, was da ist? Wir wissen es nicht. Aber was für mich klar ist, ist, es zeigt ein weiteres Mal, wie ungeheuer wichtig das ist, dass wir darauf achten, was für Gedanken wir in die Welt setzen und welche Dinge wir äußern, wie wir die Welt sehen, und wie wichtig es ist, dass wir uns nicht von allem dahergelaufenen, gemainstreamt, gestreamlinten, EU-Kommissions abgesegneten Mainstream-Medien unsere Gedankenwelt verpesten lassen, sondern dass wir müssen Freigeister sein. Querdenken sein ist ja jetzt verboten, aber Freigeister ist noch erlaubt. Wir müssen wirklich darauf achten, was wir für Gedanken in die Welt setzen, wie wir die Welt sehen, weil sie einen messbaren Einfluss haben. Und der geht sogar so weit, dieser Einfluss, und das ist das Letzte, was ich hier sagen will noch. Du kannst tatsächlich auch bewusst diese Rauschprozesse
kannst du beeinflussen. Und zwar, wer mir das nicht glaubt, es gibt am an der Princeton University gab es jahrzehntelang ein Labor, Peer Lab hieß das. Die haben nur sowas gemacht. Die haben anhand von Zufallsprozessen, also Zufallsprozesse in Gang gesetzt, zum Beispiel mit solchen Zufallsgeneratoren, und haben dann Leuten gesagt, mach mal, dass jetzt eher die rote Lampe, angeht als die grüne Lampe. Und dann ist das tatsächlich nachzuweisen, dass was auch immer da passiert, aber derjenige, der vor so einem Apparat sitzt mit so einem Zufallszahlengenerator, macht, dass die rote Lampe öfter, statistisch signifikant öfter angeht als die grüne Lampe. Das geht aber nicht nur mit Rauschprozessen, das geht auch, wenn du einen, wenn du eine geneigte Ebene hast, ein Holzbrett, was so ist, warte mal, so ist ein Holzbrett und hier sind lauter so Nägel drauf. Und du packst hier oben eine Kugel hin und die Kugel sucht sich dann irgendwie durch die Nägel ihren Weg und das ist völlig zufällig, wie sie das tut. Das ist nicht vorherzuberechnen. Und jetzt kannst du jemanden davor setzen und dem sagen, mach mal, dass die Kugel eher links runterkommt als rechts, und dann kommt die eher links runter als rechts. Oder die hatten ein anderes Ergebnis, wo sie einen Springbrunnen hatten und gesagt haben, mach mal, dass jetzt der Springbrunnen mehr Wasser spuckt und so. Das hat alles funktioniert. Das ist vielfach belegt und vielfach nachgewiesen. Und wer mir das nicht glaubt, hier ist eine ARD-Dokumentation über das Global Consciousness Projekt und über diese Einflüsse von Bewusstsein auf Materie, die auf der ARD gelaufen ist im Jahr 2003. Also das ist vor 20 Jahren her. Da konnte man, hier sehen wir übrigens Dean Radin, der jetzt auch diese Untersuchungen gemacht hat mit Twitter, wo sie diese Effekte zeigen und überhaupt nicht in Frage stellen, sondern sie sagen, es ist einfach vielfach bewiesen. Es gibt auch noch einen anderen, das Video von Roger Nelson habe ich schon gezeigt. Also auf Exomagazin TV wird man da auch unter Roger Nelson und so weiter fündig. Also Leute, da ist was dran und ich bin der Meinung, da liegt der Schlüssel in der Lösung all unserer Probleme. Ja. Also naja, das mit der ARD-Doku, das werden wir jetzt gleich mal melden, ne? Bei Zensursula, dass sie sich darum kümmert, dass sowas nicht wieder vorkommt. Da muss jetzt ein Warnhinweis hin, so Warnhinweis. Wie bei Harald Schmidt und Otto und so. Ich auch nochmal als Erinnerung, früher waren tatsächlich vor 20 Jahren, vor 30, vor 40 Jahren waren andere Sachen im Fernsehen möglich. Also findet man immer wieder, das ist eine unglaubliche Verarmung, die da eingesetzt hat. Und das wäre ja ein Punkt. Also ich meine, ich mir fiel, als du das erzählt hast, ich musste immer dran denken, das Beten. Also was ist Beten anderes als sozusagen der Versuch, diese Sache, der Appell oder der Versuch, so etwas zu nutzen. Und auch dieser Gedanke, dass die Gedanken eine eigene Realität haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, den du ausgesprochen hast. Also das heißt, dass Gedanken nicht Schall und Rauch sind, sondern auf einer anderen Ebene etwas erzeugen. Und jetzt haben wir ja festgestellt, wir haben alle drei Hunde. Für mich ist das ein Phänomen, wenn man sozusagen mit so einem Tier zu tun hat, das ist ja die reine Seele irgendwie, was einem da entgegenkommt. Und das hat unglaubliche Auswirkungen. Also jeder, der einen Hund hat, wird zumindest das kennen. Ich halte das alles für Phänomene in dieser Richtung, ja, dass wir zu wenig daran denken, was es dort an nicht mechanischer Beeinflussbarkeit gibt, aber und deswegen dieses Träumen. Ich habe jetzt vielleicht, weiß nicht, nee, ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Ich würde gerne dieses Dean Watterson da, Calvin und Hobbes, ich bin ein großer Freund davon, das reinstellen mit diesem Tiger, der ja, ich habe es euch jetzt geschickt, kann man angucken. Es ist wunderbar. Und das ist ja auch ein Teil davon, dass man also sozusagen dieses positive Imaginieren, anstelle, dass wir immer davon reden, was uns andere Leute an Malefizstein in die Existenz reinstellen. Also das ist, wie wir das beseitigen können, ist, glaube ich, ein Effekt. Wie soll denn die Welt aussehen? Wie wollen wir das? Soll die Welt aussehen, die ich meinen Enkeln hinterlasse? Das finde ich doch einen relevanten Gedankengang, über den man reden sollte. Und ja, unabhängig von Politik jetzt. Ich habe übrigens, Dirk, weil du gerade das Beten erwähnst, ich habe in den 90ern auch viel Radio gemacht und dann auch mal ein Buch geschrieben über das sogenannte Übernatürliche, wo ich mich um diese Phänomene gekümmert habe. Und da in den 90ern gab es schon eine Studie, hat Hand und Fuß. Man hat zwei Gruppen gebildet von Patienten, die schwer krank waren
Und für die eine Gruppe wurde gebetet. Da hat man diverse Klöster oder so gesagt, hier, und hat den Leuten Bilder gegeben, sagt, hier, das sind die Patienten, die krank sind, betet für die. Mhm. Und für die andere Hälfte der Patienten wurde nicht gebetet. Ja? Und es ist klar rausgekommen, dass diejenigen, für die gebetet wurde, schneller gesund wurden, als diejenigen, für die nicht gebetet wurde. Also diese positive Gedankenenergie, das ist ja nichts anderes als ein Gebet, ja, dass man ja jemandem was Gutes wünscht, dass man ja so die hat Wirkung gehabt auf die Leute im Krankenhaus, ja. Wenn da 100 Nonnen im Kloster sitzen und für Robert Fleischer beten, dann wird der schneller gesund als ich, für den nicht gebetet wird. Wenn wir dieselbe Krankheit und denselben Status sozusagen unserer Krankheit haben oder hätten. Das sind alles Dinge, die Fakt sind, ja. Und wir können uns das nicht erklären. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, ja. Aber wir können die Effekte erkennen, ja. Und dann, das könnte man, ja, kann man jetzt abschalten, ja, das ist doch alles Quatsch und Bullshit und ja, wir können das nicht richtig. Doch, man kann es messen, ja. Mit solchen Experimenten kann man das messen. Konnte man das messen? Und es gibt noch andere Beispiele. Ich habe da damals ja auch eben noch Radiosendungen zugemacht, wie Gedanken eine Wirkung haben. Nicht nur auf einen selber, weil mein Gedanken, den kriegt ja keiner mit. Wenn ich jetzt irgendwas denke, da kriegt ihr davon nichts mit. Ja? Aber indirekt kann ich mit meinen Gedanken euer Wohlbefinden steigern. Also jetzt mal ganz simpel gesprochen. Ja? Und das ist doch eine großartige Botschaft, oder? Oder senken. Das ist ja, das scheint ja die Hauptaufgabe der Massenmedien zu sein, die uns jeden Tag überfluten mit Katastrophenmeldungen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das so gewollt ist aus diesem Grund oder ob sie das eben einfach aus dem Zustand der tiefsten Unbewusstheit heraus tun. Ich tippe eher auf Zweiteres, aber es ist halt so wichtig. Und du siehst ja auch, irgendeinen Grund muss es ja geben, warum die Machthabenden immer wieder sich vornehmen, dass die Medien kontrolliert werden, damit die öffentliche Meinung kontrolliert wird, damit die öffentliche Debatte, die Narrative kontrolliert werden, weil die ja die Gedankenwelt bestimmen. Vielleicht hat es was damit zu tun. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass unsere Gedankenwelt eben auch unsere Welt erschafft oder mitgestaltet oder sowas. Genau. Ja. Genau. Und wenn stellt euch doch mal vor, wir haben jetzt diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Ja, heute Morgen habe ich gerade die Meldung gelesen, der größte Mobilfunkprovider in Kiew, da hat sich einer verplappert, das Video wurde auch schnell wieder gelöscht, er hat gesagt, ja, wir haben mittlerweile 400.000 Tote, weil das sind die ganzen SIM-Karten, die seit Wochen, Monaten nicht mehr benutzt werden, ja, das haben sie gleich wieder rausgeschmissen, ja, weil wenn wir jetzt, ja, es ist doch schrecklich, stellt euch das vor, 400.000 ja, junge Männer meistens, da werden da gekillt für nothing, sinnlos, ja, grauenhaft, ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Massenmedien, die du gerade ansprichst, die jetzt Frau von der Leyen da noch stärker in eine Richtung, wenn die morgen anfingen, alle über Frieden zu reden, ja, sagen hier Diplomatie, positive Beispiele zu bringen, wie Diplomatie, die, ja, dann gäbe es da Frieden, glaube ich, ja, nur weil wir weiter immer sozusagen in die andere Richtung ticken, solange wird auch der Krieg weitergehen. Also das einer muss anfangen aufzuhören. Das war der Satz in der Friedensbewegung in den 80er Jahren, der immer noch genial ist. Einer muss anfangen aufzuhören. Einer muss anfangen aufzuhören und spricht dann eben auch positive Gedanken gegenüber den Russen, gegenüber den Ukrainern, sagen, hey Leute, ihr seid doch alle beide, die ihr euch da jetzt behagt, ihr seid nicht böse, ja, so, sondern ihr könnt einfach aufhören damit, ja. Also, dass wir so ein Klima, also mentales Klima versuchen herzustellen, anstatt uns in diesen Sumpf von News reinziehen zu lassen. Ja, und da will jetzt drauf, also man darf nicht mehr sagen, dass die Russen oder in Hass auf irgendwelche Personen oder auf die Regierung oder auf irgendjemanden bringt niemanden weiter.
bringt niemanden weiter. In ja. diesem Sinne. Fangen wir ja. jetzt mal an, aufzuhören. Vielen Dank. Aufzuhören und sagen, make love not peace. No. Not war. Make love not war. Ja, das ist die, ja. Also wenn wir liebevolle Gedanken haben, dann gibt es auch keinen Krieg mehr. Ja. Schönes Schlusswort. Macht's gut, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und ja. ihr habt's. Bald. Peace. Und ihr habt's gehört. Make love, not war. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns bald wieder hier im dritten Jahrtausend. Ciao.